Die russischen Angriffe auf Städte in der Ukraine reißen nicht ab, ungeachtet aller Vermittlungsbemühungen. Aus der Hauptstadt Kiew wurden am Morgen mehrere starke Explosionen gemeldet. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von aufsteigenden Rauchsäulen. Schon am Vortag hatten die russischen Streitkräfte mehrere Wohnhäuser in Kiew unter Beschuss genommen. Nach ukrainischen Angaben starben dabei mindestens 4 Menschen. Auch andere Städte wie Charkiw im Osten und Mykolajiw im Südwesten griff die russische Armee verstärkt an. Die belagerte Hafenstadt Mariupol im Südosten konnten zuletzt 20.000 Menschen über einen humanitären Korridor verlassen. Mehrere Hunderttausend sind jedoch nach wie vor in der Stadt eingeschlossen, ohne Wasser, Strom und Lebensmittel.